Schön ist es da auf der Meierlin-Hütte in Hintersee. Lise, was braucht eine Hütte, damit die Leute gerne kommen und wiederkommen? Wahrscheinlich eine so schöne Lage wie da, ein gutes Essen und Almbauern, die das mit Leidenschaft machen. Genau, das ist ganz richtig, das brauchen sie, weil sie müssen einfach sehen, damit dort eine aktive Landwirtschaft ist. Und das taugt ihnen die Leute. Wie merke ich denn das als Wanderer, wo ich hingehen kann und wo eher nicht? Ja, ich sage immer, schaut dort, wo ein Misthaufen ist, weil dort ist eine aktive Landwirtschaft. Und da kriege ich auch noch das Produkt, was eben den Ursprung inhaltet. Lise, du warst ja als kleines Mädchen schon auf der Alm. Ist da die Liebe dazu entstanden? Ganz sicher ist da die Liebe dazu entstanden, weil es war bei uns allen schon so ein Trieb, oder es war irrsinnig eine große Freude dran, wenn wir mitgehen haben können als Kinder auf die Alm. Und das war schon immer die Freude und es war für uns immer ein Paradies. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Das ist heuer der 34. Almsommer. Das ist ja auch viel Arbeit. Du hast 5 Kinder, die auch heroben waren, von da in die Schule gegangen sind. Ist denn nie zu viel geworden? Es ist so, das Almleben ist ein anderes Leben. Die Kinder finden sich wahnsinnig viel Unterhaltung in der freien Natur. Denen fällt Spiele gemeinsam ein. Gerade wenn sie Meereskinder sind, es kommen viele Familien mit Kindern auf. Es bestehen echt total viele Freundschaften aus denen, außer wo die Kinder gleichaltrig sind, miteinander spielen, die noch immer kommen, wo sie jetzt trotzdem verstrahlt sind, aber trotzdem noch immer eine Gemeinschaft gefunden haben. Was magst du alles heroben auf der Alm? Also ihr produziert Käse, den es dann zur Jause gibt, aber du machst auch verschiedene Sachen zum Mitnehmen, die wahrscheinlich wirtschaftlich auch interessant dann sind. Auf alle Fälle. Wir machen eben, Senk macht das Kräutersalz, eben Kräuter, was rund um die Hitten wachsen, was man schon veredeln kann, das machen wir da. Dann haben wir auch unsere gleichen Kräuter. Wir finden ja herum genug Thymian, Majoran, Brennnesseln, gerade jetzt den Wilden natürlich. Und das verarbeitet man genauso. Da entsteht ein wunderbares Essen. Es ist so, wir machen eben Schule auf der Alm immer, oder wir zeigen Kräuterwanderung. Wir zeigen einfach den Leuten, damit sie nicht immer einkaufen gehen müssen, sondern damit man eben die Natur eben was hergibt und gleich an Ort und Stelle das verzehren kann. Lise, und du schaffst es, die Schüler zu begeistern für die Natur? Legen sie das Handy einmal weg? Ja, das schaffen wir wirklich. Das ist so, zuerst muss ich sagen, ist der erste Schock, wenn sie kommen. Sie kommen gleich mit ihrem Kastel umschauen und blabbern durch und dann merken sie, es geht eh nicht mehr viel. Dann sammeln wir eigentlich das Handy eben ab. Das braucht nicht der Lehrer machen, sondern das machen wir. Und nachher sitzen sie so in Gruppen beieinander und spätestens beim Spielplatz, da treffen sie sich beim Fußballspielen alle gemeinsam. Und ab dem Zeitpunkt ist das einfach kein Thema mehr. Also es geht doch? Es geht doch. Und es geht gut. Wie Sie im Hintergrund sieht man die Kühe, es sind eure Kühe? Ja, es sind unsere Kühe, es sind reinrassig Pinzgau, auch noch mit Händeln. Wenn man sagt, wir wollen eben diesen Ursprung und eben den Charakter das erhalten. Wir haben eben auch eine Nachzucht. Und dann bieten wir eben auch noch an, wir vermarkten allem Ochsenfleisch. Die Ochsen sind eben zweimal auf der Alm herum oder zwei, dreimal auf der Alm herum. Die leben da in Freiheit, suchen sich die besten Graseln, können eben da herum und weiden. Und dann wird das Fleisch immer selbst vermarktet. Lise, wir haben da am Tisch ja nur eine kleine Auswahl der Produkte, die du da heroben magst. Und den Gästen mitgibst du Schafgarbensirup. Zum ersten Mal, dass es sowas gibt. Zeigst du uns, wie man das macht, ja, dass wir es nachmachen können? Ja, sicher, gern zeige ich das. Lise, was brauchen wir jetzt alles für den Sirup? Ich nehme jetzt so einfach einen Buschen, Schafgarben her, so eine Handvoll ungefähr. Ich schnipsel das einfach in eine Schüssel rein, und setze das nachher gleich einmal an. So, das also jetzt. Nicht nur die Blüten oben, nein, das Kraut braucht man auch. Es dürfen ruhig ein paar Stängeln dabei sein, gerade wenn man es klein schneidet. Dann das macht Geschmack, genau. Dann tun wir noch ein paar Zitronenscheiben dazu. Ja. Ungespritzte natürlich. Ungespritzte Bio. Natürlich Bio, genau. Danach, wir mischen alles zusammen. Und danach tun wir eben auch noch so ein Viertel Liter Wasser, ein Dreiviertel Kilo Zucker dazu, am besten Biozucker.
und geben das Wasser dazu. Und das lassen wir dann so zwei Tage stehen. In der Sonne, im Dunkeln? Nein, ganz normal im Schatten, in der Küche, wo man es halt gerade hat. Ja. Man rührt nachher um. Ich muss einfach sagen, bis das Ganze aufgelöst hat vom Zucker her und drumherum. Man seicht es nachher ab und gibt es in Flaschen fest verschließen und steht es nachher dunkel. Und das hält lang? Das hält lang. Sicher ein halbes Jahr. Genau. Lisi, du findest ja die wilden Kräuter da heroben, zahllose, aber du hast ja auch einen Kräutergarten angelegt. Ja, ich habe mir schon vor 20 Jahren einen Kräutergarten angelegt, wo ich das einfach finde, was ich tagtäglich eben brauche. Sei es, bei mir gibt es keinen Tee im Backerl, sondern einfach irgendwas immer von der Wiesen. Und es schmeckt jeden Tag gut und jeden Tag anders. Lisi, wir warten jetzt nicht, bis der fertig ist und durchgezogen ist. Wir haben da einen fertigen. Prost auf die Almbäuerin. Schöne, erfolgreiche Saison, schönen Almsommer wünsche ich. Danke. Ach, fein. Salzburg schmeckt.